Salamba Kapotasana ist die unterstützte Taube. Ausgangsposition, Fersensitz. Von hier strecke ein Bein nach hinten aus, zum Beispiel das rechte, und gib den linken Fuß zum Schambein hin oder einfach weiter nach rechts. Setze dich also neben die Ferse. Wenn das schwerfällt, kannst du dich auch auf die Ferse setzen. Und dann gib die Fingerspitzen auf den Boden und drücke dich nach hinten. Du kannst dich auch auf den Oberschenkel abstützen oder auch mit einer Hand auf den Oberschenkel, mit der anderen Hand auf die Ferse oder den Unterschenkel. Und drücke dich so mit der Kraft der Hände weiter nach hinten. Und so entwickelst du die rückbeugende Flexibilität als Vorbereitung für die volle Königstaube, wo der Fuß am Kopf ist. Aber das ist ein Thema eines anderen Videos, das du findest in der Yoga Vidya App und auf www.yoga-vidya.de. Suche dort nach Taube oder Kapotasana.